Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Auch ich habe zwei Kinder und habe mit denen den Vortrag jetzt ein paar Mal durchbesprochen. Das heißt, sie können das schon nicht mehr sehen und nicht mehr hören, was ich denen erzähle. Deswegen habe ich gedacht, ich präsentiere das mal hier und möchte mit euch heute ein bisschen darüber sprechen, mach, was du willst, nicht, was du sollst. Das Schöne daran ist, ich kann von mir sagen, ich lebe in dem Luxus, auch das zu tun, was ich will und nicht das, was ich soll. Und ich werde gleich ein bisschen darauf eingehen, was genau das bedeutet. Weil das, was ich machen will, ist mit großartigen Menschen, so wie ihr hier alle seid, mit Unternehmern zusammen zu sein, mit denen zusammenzuarbeiten, gemeinsam mit ihnen Ziele zu entwickeln und Ziele zu erreichen. Das hört sich jetzt erstmal ganz groß an, ist aber letzten Endes nichts anderes als das, was ich hier auch mache, nämlich einfach mit entsprechen, ein bisschen Ideen geben, ein paar Ideen zurückzubekommen und denen dann helfen, das umzusetzen. Und jeder hier im Raum ist auch ein Unternehmer. Deswegen heißt die Unterschrift, werde Unternehmer. Unternehmer bedeutet für uns, du hast eine gute Idee, du hast den Willen, was umzusetzen, du möchtest, du brennst für diese Idee und dann, was fehlt dann noch? Mach was, unternimm was, werde aktiv. Deswegen für uns als Unternehmer sind all diejenigen, die für eine Idee brennen, die für eine Idee einstehen und die für eine Idee rausgehen. Ich habe vor kurzem einen ganz großen Unternehmer kennengelernt, den Herrn Götz Werner. Kennt ihr alle, mehr oder weniger. Jeder, der schon mal eine DM-Drogerie gesehen hat, der kennt ihn. Das ist derjenige, der diese DM-Drogerien gegründet hat. Er hat 1973 angefangen mit einer einzigen Filiale und hat heute über 5000 Filialen, über 30.000 Mitarbeiter, macht über 5 Milliarden Umsatz. Und er hat gesagt, in einem Vortrag, wo es um Mitarbeiter ging, Lebenszeit heißt nicht, Arbeitszeit zu erfüllen, sondern Aufgaben und Herausforderungen zu meistern. Kannst du da einen Impact noch abmachen? Das ist Danke. Gerne. Danke. Lebenszeit heißt nicht, Arbeitszeit zu erfüllen, sondern Aufgaben und Herausforderungen. Und er hat das gerade eine ganz interessante Studie zitiert. Er hat gesagt, es gibt Untersuchungen, die sagen, 80% der Mitarbeiter, weltweite Studien, tausende von Menschen befragt, 80% der Mitarbeiter sind nicht motiviert in dem, was sie tun. Das heißt, sie geht in ein Unternehmen, geht rein, sieht da 5 Menschen stehen und 4 davon haben eigentlich keine richtige Lust. Sind nicht motiviert. Warum sind sie nicht motiviert? Ja? Weil es ihnen vielleicht keinen Spaß macht. Weil es ihnen keinen Spaß macht? Ja? Andere Ideen? Warum könnte es keinen Spaß machen? Weil sie irgendwie einen blöden Chef haben oder so. Einen blöden Chef? Auch das? Richtig, ja? Weil sie vielleicht zu viel Stress haben. Zu viel Stress? Genau, ist auch ein Thema. Ich arbeite mit ganz vielen Unternehmen. Ja, noch eine Meldung? Weil sie vielleicht lieber andere Sachen machen wollen. Weil sie andere Sachen machen wollen, sehr gut. Sehr guter Punkt. Alle diese Punkte sind richtig. Genau das sind alles Punkte, die dazu führen, dass Menschen nicht motiviert sind, das zu tun, was sie gerade tun. Ne, weil sie eigentlich was anderes lieber machen wollen. Und mit vielen Unternehmern, mit denen wir arbeiten, sehen wir immer wieder das Gleiche. Unternehmer sind diejenigen, also die ein Unternehmen gründen, aber auch die innerhalb eines Unternehmens was voranbringen. Die tun, was sie wollen und nicht, was sie sollen. Sollen bedeutet, ne, die 80% hier, jeder vierte, 4 von 5, die ihr seht, die tun das, was sie sollen. Die machen genau das, was der Chef ihnen sagt. Vielleicht ist der Chef dann auch noch nicht lieb zu ihnen, ne? und drückt sie und pusht sie und macht ihnen Stress. Ne? Genau, macht ihnen Stress, um die Aufgaben schnell zu erfüllen. Die machen ganz genaue Aufgaben. Aber es gibt auch 20%, die genau machen, was sie wollen. Und das kann man, das vollkommen egal, ob das innerhalb eines Unternehmens ist, einer der 30.000 Mitarbeiter bei DM, oder ob du das selber machst und deine eigenen Sachen verwirklichst. Tue das, was du willst, nicht das, was du sollst, bedeutet also nicht, den ganzen Tag Wii zu spielen oder den ganzen Tag im Bett rumzuliegen. Das wollen wir alle gerne. Nee, man muss auch schon mal ein bisschen mehr tun, um Ziele zu erreichen. Sondern tu, was du willst, bedeutet, das in dem Bereich, wo du dich befindest, was zu bewegen. Da, wo du jetzt bist. Und aber immer genau zu wissen, wo du eigentlich hin möchtest. Was ist das große Ziel, was du gerne machen möchtest? Ja, Frage. Auf eine gute Schule im 5. Schuljahr zu kommen. Schönes Ziel. Genau.
Vielleicht. Ich bin erst im Vierten. Du bist im Vierten und du arbeitest jetzt dafür. Du kannst jetzt jede Menge dafür tun, dass du da hinkommst. Ne? Du hast zu unternehmen. Du kannst ausprobieren. Du kannst vielleicht sogar schon einen Schritt weiter denken. Und das ist so das, wo ich heute euch ein bisschen anregen möchte, ist einen Schritt weiter denken. Was möchte ich eigentlich mal später machen? Worauf habe ich Lust? Was mache ich gerne? Ich will das mal vergleichen. Ne? Tu, was du willst und nicht, was du sollst. Mal vergleichen mit dem Rennsport. Wer von euch weiß, wer Formel-1-Weltmeister dieses Jahr ist? Sebastian Vettel, genau. Wisst ihr, wie der hier heißt? Nein. Wisst ihr, wie der heißt? Nein. Sebastian Vettel ist ein hervorragendes Beispiel. Der tut, was er will. Der tut aber auch, was er soll. Na, der muss auch morgens aufstehen, der muss viel trainieren, der muss mit vielen Menschen reden, der muss Pressetermine wahrnehmen. Der hat eine ganze Menge Dinge, die er vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig gerne macht, aber er hat ein Ziel. Er will Weltmeister werden. Er hat ein großes Ziel. Und das hatte er schon von ganz klein auf. Und das Ding ist, er kann das nicht alleine schaffen. Er braucht ein Team. Und Menschen, die wir alle nicht kennen. Und die rosa Typen, die um das Auto stehen, nicht der Typ im Auto, das ist sein Team. Ganz genau. Das sind seine Menschen, die helfen. Das ist jetzt nicht Sebastian Vettel. Ich habe leider kein schönes Foto von Sebastian Vettel gefunden. Aber da gibt es hunderte von Menschen. Das sind die, genau, das ist die, das andere Team, was auch versucht, so gut zu sein wie Sebastian Vettel. Aber da gibt es jede Menge Menschen drumherum, die ihm helfen, dass er Weltmeister wird. Und die haben alle eins gemeinsam. Wir haben alle, die da mit ihm mithelfen, wir haben alle eins gemeinsam. Ein großes Ziel, die wollen alle Weltmeister werden. Genau, ne, wolltest du sagen. Die brennen, Weltmeister zu werden. Jeder von ihnen weiß ganz genau, was er zu tun hat. Ne? Wenn der hier nur die Aufgabe hätte, Reifen zu wechseln, dann würde er nur Reifen wechseln. Dann würde er von seinem Boss gesagt bekommen, Schraubenschlüssel anlegen, schnell abmachen, schnell Reifen wieder dran. Aber was der macht ist, dadurch, dass er Weltmeister werden will, genauso wie Sebastian Vettel, macht er das im Team zusammen. Macht er das mit allen anderen zusammen. Und eben nicht das, was er soll. Er muss auch das tun, was er soll, nämlich Reifen wechseln. Aber er macht das vor dem großen Hintergrund eines großen Bildes, eines großen Zieles. Ja. Warum nehmen die Maschine nicht einfach von der Firma Raps, die schraubt alle Flaschen schnell ab dann, und alle schnell wieder drauf? Das ist ein guter Punkt. Die haben ganz viele Maschinen, die auch noch dazu gehören, ne? Die auch noch zu dem Team dazugehören. Die haben vielleicht Maschinen von der Firma Raps, die das macht. Ne? Und die haben im Grunde ganz viel, was da drumherum gehört. Also nicht nur das Team selber, sondern die müssen auch wissen. Die müssen Wissen ausprobieren, ne? Neue Sachen. Vielleicht können wir mal zu denen hingehen und ihnen sagen, probiert mal die Sachen von der Firma Raps aus. Ne? Die müssen ausprobieren, was Neues. Die müssen neue Technologien finden, um immer besser zu sein als die anderen. Da hast du vollkommen recht. Ne? Also das heißt, wenn wir das mal zusammenbringen, auf drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Mach, was du willst. Mach das, was du gerne tust. Mach das, was du liebst. Aber, ganz wichtig, du musst was tun. Du musst Unternehmer werden. Und was unternehmen? Ausprobieren. Mit Leuten sprechen. Versuchen. Vielleicht klappt mal was nicht. Hervorragend. Dann hast du wieder einen Weg gefunden, wie was nicht klappt. Sebastian Vettel geht mit seinem Team jedes Mal den ganzen Weg ab, das ganze Rennen ab. Die gehen das im Kopf durch, wie das Rennen ablaufen wird. Die wissen ganz genau, ihr großes Ziel ist, Weltmeister zu werden, und sie gehen alles im Kopf durch. Sie machen alles, durchdenken sie. Sie probieren neue Sachen aus. Und wo was funktioniert, das machen sie weiter. Wo was nicht funktioniert, da hören sie auf. Ja, deswegen, macht euch, überlegt mal, schaut mal jetzt, so die nächsten 2-3 Wochen. Was macht ihr gerne? Was wollt ihr gerne? Was willst du eventuell mal zum Beruf machen? Wenn du die 5. Klasse erreichen willst, wie kannst du das machen? Einfach mal überlegen. Ne? Gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. In die Schule gehen, Hausaufgaben machen, ne? Vielleicht mit Freunden treffen und nochmal ein bisschen das besprechen. Ne? Der zweite Punkt ist, wenn du machst, was du willst, sei besser. Jeder dieser Menschen, die ihr hier seht, jeder Einzelne ist ein Spezialist, ein Experte. Jeder ist extrem gut in dem, was er tut.
Und er hat auch den Ehrgeiz, um Weltmeister zu werden, muss er besser sein als alle anderen, die da sind. Aber er muss auch im Team agieren. Er muss auch zusehen, dass er das, was er tut, nicht alleine macht. Ne? Deswegen der dritte Punkt, vernetze dich. Finde Leute, die auch dafür brennen, was du tust. Die Spaß daran haben, die dich unterstützen. Es gibt genug Leute, die sagen, hey, das klappt nicht. Dann wird es doch nicht klappen. Aber wenn du die Leute findest und mit denen dich zusammentust, die sagen, das klappt, ich helfe dir, ich kann dir da und da unterstützen. Das setzt voraus, rede mit anderen Menschen darüber. Ich habe einen guten Freund, der ist Unternehmer. Der hat genau das. Genau, Handy ist aus. Ja. Erinnerung. Ich habe einen guten Freund, der ist Unternehmer. Und er hat gesagt, ich habe ein Unternehmen geleitet mit 300 Mitarbeitern weltweit. Ich habe da keinen Bock mehr zu. Ich bin nicht sportlich mehr, ich kann keinen Sport mehr machen, ich esse viel zu viel, ich lebe nicht gesund. Was er dann gesagt hat, mich interessiert Gesundheit. Ich mache was, damit alle anderen Menschen gesund sind. Großes Ziel, er möchte, dass die Menschen gesund sind. Hat dann gemerkt, okay, was brauchen die Menschen, um gesund zu sein? Sie wollen alle abnehmen. Sie wollen abnehmen, um gesund zu werden. Also hat er gesagt, okay, ich helfe den Menschen, dass sie schön, schlank und abnehmen können. Alle anderen machen das, indem sie Pillen produzieren oder gute Ratschläge geben und dann rausgehen, alle möglichen Leute versuchen zu begeistern und rauszugehen und da, die Pillen zu verkaufen. Was er gesagt hat, ist, nee, ich mache es anders. Ich mache es besser. Ich mache es vernetzt. Ich gehe ins Internet, auf Facebook. Ich mache das rein über Facebook. Hat dann im Grunde eine Facebook-Gruppe gegründet, wo sich die Leute austauschen. Und da hat unglaublichen Erfolg. Er hat im September hat er seine Waren bestellt und im November waren die schon wieder ausverkauft. Und er hat eigentlich geplant, dass sie bis Mitte nächsten Jahres reichen. Das geht so schnell. Ne? Und er hat ganz viele Menschen, die über Facebook ihm sagen, wie super das ist, was er tut. Ja? So, was könnt ihr heute schon tun, um dahin zu kommen, auch so erfolgreich zu werden, wie Götz Werner, Gründer von DM. Und das, was ich euch jetzt sage, das machen wir im Grunde mit jedem Unternehmer, mit dem wir sprechen. Ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber wenn ihr durch diese Übung durchgeht und die öfter macht, das reicht nicht, die einmal zu machen, sondern das reicht, das kann man über Jahre hinweg machen. Ich persönlich mache es im Grunde seit 15 Jahren. Ich habe so, als ich so im Alter war, so von ihr, so 14, 15, 16, habe ich gesagt, ich mache das, was ich will, aber dazu muss ich erstmal wissen, was ich will. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, erstmal muss ich wissen, was will ich? Was willst du wirklich? Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist einfach, das verändert sich auch mal im Leben. Wenn ihr das mit dem kombiniert, was kann ich? Was will ich, was kann ich? Das gilt für uns genauso wie für jeden Unternehmer. Was will ich, was kann ich, was will meine Organisation, was kann meine Organisation? Wenn ich das noch zusammenbringe mit dem, wofür kriege ich eigentlich Geld? Ganz wichtig, ne? Wenn ihr den ganzen Tag nur wie spielt, das könnt ihr vielleicht super gut und das wollt ihr auch, aber kann man damit Geld verdienen? Manche machen einen Job draus, werden Spieletester. Ne? Dann rutscht es hier runter. Super. Dann geht dahin, findet heraus, was will ich, was kann ich und womit kann ich Geld verdienen. Oder andere lieben Pferde. Ne? Gute Freundin von mir, die arbeitet jetzt in der Computerindustrie, möchte aber eigentlich lieber was mit Pferden machen. Das will sie. Sie kann das auch gut und jetzt überlegt. Was gesundes Essen, sehr gut. Ne? Ist genau das gleiche Thema. Ne? Mit Pferden arbeiten, was gesundes Essen. Und wie kann man damit Geld verdienen? Sie will jetzt ein Zubehör für Reiterzubehör im Internet aufmachen, ne? Über Amazon. So. Es gibt Möglichkeiten immer, das alles dreist zusammenzubringen. Das Wichtigste ist, haltet die Augen auf, probiert es aus, unternehmt was, ne? Werdet Unternehmer. Seid, tut jeden Tag was dafür, dass es von alleine geschieht. Abraham Lincoln hat gesagt, ich bereite mich jeden Tag vor und irgendwann wird der Tag kommen. Das heißt nicht, dass er den ganzen Tag zu Hause saß, Abraham Lincoln, großer Staatsmann, sondern der ist rausgegangen, hat ausprobiert, Sachen gefunden. Große Erfinder haben gesagt, nach 4000 Versuchen haben sie immer noch gesagt, hey, wieder ein
Missgeschick, was passiert ist, ich kann noch mehr Wege finden, um zum Erfolg zu kommen. Deswegen. Also, wenn ihr wollt, können wir nachher ein bisschen an diesen Themen arbeiten. Das ist wahrscheinlich ganz so spannend wie Roboter bauen, aber das, ich will euch hier den ersten Anstoß geben. Das könnt ihr immer zu Hause machen. Ich mache es für mich seit 15 Jahren und ich kann heute sagen, ich tue das, was ich will und auch ein bisschen das, was ich soll, aber mehr das, was ich will. Oh, das muss ich, genau. Und weißt du, warum ich das gerne mache? Weil ich genau weiß, der Zahnarzt hilft mir dabei, dass meine Zähne gesund bleiben und ich keine Schmerzen habe. Deswegen mache ich das gerne. Auch wenn es mich Überwindung kostet. Aber meine Kinder sind auch so. Die wollen auch nicht gerne zum Zahnarzt. Die wollen auch nicht gerne abends schlafen gehen. Gehst du gerne abends schlafen? Ja? Gut, super. Ich gehe abends auch nicht gerne schlafen. Gehst auch nicht gerne schlafen? Oh, ein bisschen früher als ich ins Bett gegangen. So, vielen Dank. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Werdet Unternehmer, seid Unternehmer. Für diejenigen, die sich vernetzen wollen, ich habe jetzt hier Facebook nicht draufgeschrieben, aber ich bin auch auf Facebook. Ja? Würde mich freuen, wenn ihr Impulse oder Ideen oder ne, was draus geworden ist hier aus TEDx Youth. Könnt ihr gerne mir schicken über Facebook. Gut, als nächstes darf ich dann den Roboter, die Roboterbauer begrüßen.